war also die Mittelphase. Natalia Lastjenova erhielt am Stufenpaar 9,863 und nun Daniela Silivas. Hier ist die Olympiasiegerin am Stufenpaar. Dazu noch am Balken und am Boden. Ich habe Ihnen das bereits gesagt. Nur den Mehrkampf hat sie nicht gewonnen. Da musste sie Jelena Shushunova aus der Sowjetunion hauchdünn sich ihr geschlagen geben. Schwieriges Programm. Ja, leichter Haltungsfehler beim Abgang. Unterschwung, halbe Drehung, Salto rückwärts. Daniela schaut gar nicht so arg glücklich, aber das sind wir von ihr gewohnt. Das hat auch nicht viel zu bedeuten. Schauen Sie hier nochmal aus dem Zwiegriff mit der Drehung dieser Gretsch-Salto. Und hier, schauen Sie, den kleinen Haltungsfehler und den Standfehler. Also, die Konkurrenz ist...